Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe mal, Feuer ist effektiv gegen Vampire und ich sollte meine Waffen wegstecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies hier gelfen, wenn ich mit gezogener Waffe ankomme. Fürst Harkon ist ein großartiger Mann. Okay. Also erweist ihm gefälligst den ihm gebührenden Respekt. Okay. Also spucke ich ihm erstmal ins Gesicht, sobald ich ihn sehe. Oh, das geht aber lange. Kein Bock mehr, Spiel. Nee, es geht sogar. Könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Sekana, seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen. Kann ich mit dir reden? Oh, ist beschäftigt. Hallo Hühnchen. Oh, Alter, der sieht voll gruselig aus. Mit meiner Schriftrolle der Alten. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Was ist ein Assi? Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Echt? Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Na komm. Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Sorry, da muss ich einen Schluck trinken. Ihr seid Vampire, ihr seid nichts als ein zurückgezogener, lebender Kannibalenkult. Mir ist es wirklich egal, was ihr seid, komm. Nicht irgendwelche Vampire. Ja. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsfahrt. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutet. Okay. Bekomme ich eine Belohnung, weil ich eure Tochter gefunden habe? Und was geschieht jetzt? Hier, komm, erstmal nach Belohnung fragen. Ich wollte es gerade vorschlagen. Sehr gut. Ganz sicher eine Belohnung. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod niemals finden. Okay, ich bin ein Werwolf. Was wird geschehen, wenn ich euer Geschenk annehme? Oh, geil. Die Macht meines Blutes wird diesen Schmutz verbannen und euch wieder gesund machen. Und wenn ich in Werwolf bleibe? Ich werde aus dieser Burg verbannen. Oh, geil. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber danach werdet ihr Beute sein wie alle Sterblichen. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Oh Gott. Also, wenn wir jetzt, oder ich jetzt, nee sage, schmeißt er mich raus. Und killt mich, so wie er aussieht. Wenn ich jetzt, aber Vampire sind öde. Obwohl der irgendwie nicht so schwul aussieht, eher gruselig. Komm. Ja, bin ich jetzt tot? Ne, oder? Endlich erwachen. Sehr
Alter Schwede. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Ja toll, geile Umarmung, deswegen klappt es wahrscheinlich bei ihm im Liebesleben nicht. Ey, aber das sieht hier ultra hammergeil aus. Gut, was ist das hier für ein Ort? Alter. Was ein Assi. Eine Sache frage ich mich hier noch. Hoffentlich kann ich jetzt auch rausgehen. Nicht, dass ich dann so umkippe. Das wäre scheiße. Ja. Ach, bei Kräfte, oder? Ja. Vampirsicht. Warte mal. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn. Okay. 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 Aber, ach so, ja, dieses Werwolf-Gedöns ist jetzt weg. Stimmt ja. Ja, mach ich. Okay. Mit der rechten. Hammer. Schleichen war noch mal. Soll ich mal auf den schießen? Okay, einen Moment. Was? Inventartaste? Meint er das jetzt? War doch aber nicht die Inventartaste. Ach, ist auch egal. Das war aber nicht die Inventartaste. Zusatzpunkt aufgesammelt. Okay. Das ist ja mal. Okay, wir können mal kurz durchgucken. Blutmagie holt eine lebendige Kreatur aus der Entfernung zu der heran. Im Favoritmenü auswählbar. Aha, kann einen Gargoyle beschwören, der für dich kämpft. Ebenfalls auswählbar. Ziel ist gelähmt. Okay. Nein, so doch nicht. Das gab's aber für den Werwolf nicht, oder?
Unödischer Wille. Kräfte der Nacht und Blutmagie kosten. Oh, das ist ja krass. Ei, ei, ei. Töte einen Gegner mit mächtigen Missangriffen. Gesamte. Oha. Okay. Im Kampf umgibt dich eine Wolke von Fledermäusen. Okay. Und was ist dann das hier? Das wird dann ein Nahkampf sein, oder? Okay, Zwergmaschinen auch. Ach du Scheiße. Alles wird langsamer werden. Oh, ho, 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 ho. Frage ist. Dafür brauche ich aber trotzdem einen Skillpunkt, sehe ich richtig, ja? Okay. Okay. Wähle deine Kräfte im Favoritenmenü, aber. Wie. Nein, oh, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Leute. Ach so, ach, das heißt. Ach, hä? Okay. Fledermäuse. Gib mich. Gib mich, Fledermäuse! Lol. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen besser zuhören, aber ich bin gerade so, wisst ihr. Ich bin gerade so. Jetzt habe ich ihn zu. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Darf ich ihn hier eigentlich? Mal jetzt einfach mal. Geil. Steh auf, mein John, und kämpfe für mich. Geil. Vampirsicht. Oh, wie geil ist das denn? Darf ich dich denn jetzt eigentlich wieder töten? Hui und hi. Oh. Und ne. Okay. Zurückverwandeln bitte. Einmal. Einmal zurückverwandeln, habe ich gesagt. Wie? Tschu. Ich wollte schon meinen. Die Frage ist, bin ich. Das mit den Fledermäusen ist echt richtig geil, muss ich sagen. Ja. Das tut mir jetzt leid für dich, aber selbstgewähltes Schicksal, würde ich mal meinen. Das mit den Fledermäusen ist ja echt ziemlich lustig. Okay, ich glaube, damit werde ich noch meinen Spaß haben. Die Vampirgestalt sind immer, glaube ich, eine gute Idee. Hallo, Hühnchen. So. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Warum denn? Ja. Die hat sogar noch gelebt, die hat ja mit den Augen so noch rumgezwinkert. Alter Vater, laufen hier komisch. Laufen irgendwie ein bisschen merkwürdige Gestalten rum, muss ich ja mal so sagen. Okay. Nein. Kurz speichern. Dann beklaue ich die hier einfach mal. Nein, nein. Oh Gott. Das wird doch nicht. Oh, ja. Ich hab mich gerade richtig. Ach. Schnell. Ach, ist auch egal. Was kannte der Dolch denn? Ja, die Vampire darf man beklauen. Die sind böse. Oha, okay. Den kann ich ja mal auf die linke Hand nehmen und. Ja, das will ich auf der rechten Hand behalten. Ach, Meister auch noch. Nee, komm, Meister nicht. Meister schaffe ich nicht. Auch gut, der stand mal eben neben mir. Ich habe schon mehr als genug politische Taktiererei im Hause Dres erlebt. Das konnte ich damals schon nicht. Hallo, Hühnchen. Ich habe eine Nachricht von Hakon. Oh. Vergesst euch nicht. Mensch. Nun, was wünscht unser Fürst?
Er sagt einfach, es ist an der Zeit. Nun gut. Er will also den Kelch. Ihr habt Den von Kelch. dem Rotsteinkelch gehört. Davon habe ich noch nie gehört. Es handelt sich um ein gut Oh. behütetes Gebäude. Fuck. Der Kelch befindet sich schon eine geraume Zeit in Fürst Harkons Besitz. Richtig angewendet, kann er die Wirkung unserer Kräfte verstärken. Oh. Er hat seit langer Zeit darauf verzichtet, ihn zu nutzen. Wenn er ihn jetzt gefüllt haben will, kommen große Dinge auf uns zu. Das ist gut. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Fürst Harkon hat sich nie um den Kelch geschickt. Hat sich stattdessen auf seine mehr als ausreichenden eigenen Kräfte verlassen. Hm. Das ist eine faszinierende Entwicklung. Ich bin mir fast sicher, dass er irgendwie die Dämmerwacht angreifen oder so. Ich meine, wenn wir bei der Dämmerwacht geblieben hätten, wir bestimmt die Vampire ausrotten müssen. Aha. Trank des Blutes stehen. Hier ist Oma. Der Kelch? Warum? Was habt ihr vor, Garan? Fürst Harkons Befehle, Ortjolf. Beruhigt euch. Unser Freund hier hat den Befehl erhalten, den Kelch zu füllen. Tatsächlich? Wirklich. Sie ist zur Rotwassergrotte unterwegs. Dann viel Glück. Bingalmo und Ortjolf sind Harkons engste Berater. Ich höre auch so einen Hund. Sicherlich sehr überrascht sein zu erfahren, dass ihr den Kelch nehmt. Und da wären wir. Dieser Kelch muss direkt an der Blutquelle in der Rotwassergrotte gefüllt werden. Aber das ist noch nicht alles. Wenn das geschehen ist, muss das Blut eines mächtigen Vampirs hinzugefügt werden. Denkt daran, dass die Rotwassergrotte, sagen wir, dort leben derzeit weniger angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch mit ihnen abgeben oder gewaltsam vorgehen wollt. Eilt schnell zurück. Okay. Ihr wollt Fürst Harkon nicht warten lassen. Gut. Ach so, den. Also, dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das da lösen. Ich würde sagen, dass, wenn die uns keine andere Wahl lassen, gehen wir denen auf die Fresse. Wenn die sagen, komm. Wow! Wie? Was? Hä? Das war mal. Einen Moment mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Aktive Effekte. Ach, geil. Gesundheit. Oh, das Over. Das heißt, wenn ich mir jetzt was tue, regeneriere ich kein Leben mehr. Na gut. Das ist natürlich scheiße. Dann wollen wir doch mal. Ist natürlich würde. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Vampirgestalt einsetzen würde. Boah, hast du mich eben erschrocken. Du Mistvieh. Also sagen wir mal, ich setze jetzt ein. Würde ich denn dann sterben? Oder was ist? Weil dann nehme ich hier gleich mal die Festung einfach ein in der Vampirgestalt. Ist ja doch nicht mein Problem. Aber, ey, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie stark der war, aber ich habe den gewonnen hätte. Ich teste das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Ich sehe gerade gar nichts. Hey, komm, jetzt wird hier wiederbelebt. Blöde. Oh nö, ich höre. Ich höre einen Drachen. Warum ausgerechnet jetzt? Ist doch behindert. Das ist aber nicht gut. Los!
Oh Gott, ich werde sowas von drauf gehen. Scheiße. Schnell. Schnell. Nein! So eine Kacke. Oh nö. So ein Mist. Da bin ich gestorben. Na, das war ja zu erwarten. So eine Scheiße. So. Ey, die gehen einem aber auch krass, ganz ehrlich. Was sieht mich denn? Ist das der Drache, der mich sieht? Komm her! Ja genau, ey, jetzt verteidige doch nicht die ganze Zeit, Mann. Boah, ey, halt die Fresse jetzt hier, ne? Und ey, ganz ehrlich, man hat ja überhaupt keine Chance gegen die. Und tot. Alter Finne. Oh, Mann, oh. Ich glaube, ich versuche mal den Drachen zu moschen. Ja, wenn es ein Freidrache ist, habe ich eh keine Chance. Aber egal. Forgt denn der die ganze Zeit? Der sitzt da sonst hier irgendwo. Ach, da oben ist er. Da oben ist er. Jo. Oh! Jung! Dragon! Geh ich halt an. Jo! Kill mich! Alter Finne, ey! Wie man nur stirbt in diesem Game. Ja, okay, dann. War es jetzt erstmal für die Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.